Das vergangene Wochenende haben viele genutzt, um den Drahtesel aus dem Winterschlaf zu wecken und absolvierten vielleicht sogar schon die ersten Kilometer mit ihm. Das Wetter war aber auch nahezu ideal. Tja, mehr dazu zum Thema dann am Ende unserer Sendung. Und damit sage ich herzlich willkommen. Hier ist Ihr Mittelerzgebirgsfernsehen, hier ist Megional mit den aktuellen Meldungen aus unserer und für unsere Region. Heute ist Montag, der 12. März und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf! Ja, das letzte Wochenende war nicht nur für die Frühjahrsfreunde der Auftakt in die schöne Zeit, sondern auch die Kameraden der Feuerwehr Gebirge blicken nun auf eine angenehmere und komfortablere Zukunft in ihrem neuen Gerätehaus. Natürlich waren viele Vertreter der benachbarten Wehren angereist, um mit den Gebirgern zu feiern. Begrüßt wurden die Gäste vom Wehrleiter Roberto Jahn. Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Gebirge, sehr geehrte Gäste. Dieser Tag, dieses Beisammensein ist etwas Besonderes. Und aus diesem Anlass werden wir in den nächsten Jahrzehnten hier an diesem Ort nicht wieder zusammenkommen. Der Neubau der Fahrzeughalle sowie der Um- und Ausbau des Altgebäudes ist für unsere Feuerwehr ein wirklich herausragendes Ereignis. Natürlich ist es es auch für den gesamten Ortsteil. Gebirge ist einer von insgesamt 14 solcher Ortsteile. Niemand konnte konnten die Arbeiten verboten bleiben. Anlieger hatten sich mit den Baumaschinen zu arrangieren. Der Kindergarten, die Sportler hatten räumliche Einschränkungen zu erdulden. Jeder, der auf der Karstraße hier unten entlang gefahren ist, konnte den Baufortschritt verfolgen. Mit dabei bei der Einweihungsfeier auch der Posaunenchor. Mehr zur Geschichte vom Oberbürgermeister von Marienberg, André Heinrich. Denn bereits im Jahr 2014 beschäftigten wir uns mit zukünftigen Gebäudestrukturen für die Feuerwehrgerätehäuser in Satzung, in Kühnheide und natürlich auch hier im Gebirge. Unser Ziel war es, zum einen natürlich Kosten zu sparen und zum zweiten die notwendigen Räume für die Wehren im Sinne des Unfallschutzes unter Ausstattungsnormen für Feuerwehrgerätehäuser zu installieren. Immer auch im Blick behaltend, dass wir für 14 freiwillige Feuerwehren die Verantwortung tragen. Hier im Gebirge, meine sehr verehrten Damen und Herren, hatten wir lediglich eine Garage, in der Fahrzeuge, Ausstattungen und das Umkleiden zugleich beheimatet waren. Und es gab noch einen Schulungsraum, kaum größer als ein Zweimannbüro, in dem eine ordentliche Dienstdurchführung eigentlich nicht möglich war. Zudem hatte die Stadt Marienberg keinen Quadratmeter an Grundstück mehr zur Verfügung, um überhaupt in die Fläche zu gehen. So ist die Durchführung des Projektes auch Herrn Tippmann zu verdanken, der als Grundstücksnachbar sich nicht querstellte und der Stadt Marienberg die notwendigen Flächenbedarfe zum Kauf anbot. Bedanken möchte ich mich natürlich auch beim Freistaat Sachsen für die ausgereichten Fördermittel. Ohne diese Mittel wäre ein Vorhaben in dieser Größenordnung auch für die Stadt Marienberg einfach nicht realisierbar. Bedanken möchte ich mich aber auch bei unseren Stadträten, die ohne große politische Diskussion fraktionsübergreifend im Sinne unserer Stadt die notwendigen Beschlüsse gefasst haben. Ich wünsche uns ebenfalls heute hier eine schöne Veranstaltung mit guten Gesprächen und guter Laune und möchte mich abschließend für Ihr aufmerksames Zuhören bedanken. Anlässlich der Einweihung des neuen Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Gebirge am 9. März 2018, und das möchte ich gerne Roberto Dürr jetzt stellvertretend für eure Wehr übergeben,
wünsche euch alles Gute, eine schöne Arbeit hier in den neuen Räumen, vor allen Dingen unfallfrei. Ja, dass mal eine Schramme hier und dort dazukommt, das ist richtig, da bin ich bei dir. Ich freue mich immer, wenn wir Gebäude saniert haben, wo auch Leben drin ist. Das ist auch so ein bisschen Ehrgeiz, den der Stadtrat hat. Alles Gute, viel Spaß und heute Abend noch viel Spaß in der Kameradschaft. Danke. Ja, und neben diesen Feierlichkeiten gab es im Marienberger Stadtgebiet am vergangenen Wochenende auch wieder was auf die Ohren, liebe Zuschauer. In der Stadthalle gab es am Samstag ein buntes Programm für die Freunde der heimatlichen Klänge. Und bereits am Abend vorher, also am Freitag, wurden etwas rauere Töne angeschlagen und es wurde laut. Frank Langer hat sich mal für Sie in der Metal-Szene umgehört. Metallisch ging es am Freitagabend in der Bergstadt Marienberg zu. Die Stadthalle war am vergangenen Wochenende Veranstaltungsort für die Reihe Marienberg musikalisch. Seit einigen Jahren bildet dazu Marienberg metallisch den Auftakt am Freitag. Mit brachialem Sound waren es Epidemic Scorn aus Anneberg, die diesen Abend eröffneten. Organisiert wird das Wochenende von Jörg Zander mit seinem Team. Ein Wochenende voller Gegensätze, oder? Bekanntlicherweise ziehen sich ja Gegensätze an. Und es macht einfach nur Spaß, am Freitag die Jugend hier zu haben, die hier richtig voll abgeht. Und morgen haben wir halt dann das gesetzte Publikum da, die sich dann bei Kaffee und Kuchen freuen, dass sie erzgebirgische Traditionen erleben können. Aber Metal ist auch ein bisschen erzgebirgische Tradition, besonders in unserer Region, oder? Also wir können eigentlich stolz drauf sein. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Regionen in Deutschland, die eine derartig gute Metal-Szene haben. Und es ist einfach immer wieder nur Sinn und man muss immer wieder sagen, unterstützt die lokalen Bands. Ja, wer steht heute hier auf der Bühne in Marienberg? Ja, wir haben gerade den Anfang erlebt mit Epidemic Scorn aus Annenberg. Die waren auch schon mal da. Die haben ihr neues Album am Start jetzt. Als zweites als Shatter, ist natürlich Shatter die absolute Institution in Sachen Metal und Hardcore hier in Deutschland oder beziehungsweise hier in Sachsen. Shatter stehen noch gar nicht lange wieder mit Gründungsfrontmann Danny Schorsch mit auf der Bühne. Es scheint was gefehlt zu haben. Natürlich, Herzblut. Es hat wirklich was gefehlt. Ich dachte mal ein Jahr raus, aber du sitzt dann zu Hause und du vermisst halt wirklich etwas. Ne? Wenn du das über so viele Jahre lang hinweg machst, ist schon ganz gut so, wie es ist. Martin Blasius gehört seit Jahren zur Band und steht auch bei Marienberg metallisch, nicht nur mit Shatter, gern auf der Bühne. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Haben wir jetzt länger nicht gespielt und wir freuen uns natürlich drauf. Heimatstadt und so. Länger nicht gespielt mit Shatter, aber du bist ja noch in anderen Bands unterwegs, oder? Unter anderem ja bei Trinity und so. Morgen Gig mit Trinity in Dresden und ja, zwei Gleise. Das geht inzwischen richtig gut, Trinity, oder? Ja. Kann man so sagen, ja. Viele Besucher und Fans der härteren Musik stammen aus der Region, wohnen mitunter jetzt woanders und sind extra für Marienberg metallisch in die Heimat gekommen. Aus Leipzig. Und bist extra wegen Marienberg metallisch hier? Genau so ist es. Ja, warum? Ja, na, weil die Musik, sag ich mal, was Einzigartiges bietet und wir nicht so oft, sag ich mal, weil ich gebürtig auch hier aus der Region komme oder stamme, so oft solche Events hier haben und das sollte man natürlich supporten. Wie erwähnt, waren es noch die Spaßmetaller Excrementory Grindfuckers und Fight Against Monuments, die den Abend laut ausklingen ließen.
vor, metallisch ist nach metallisch oder umgedreht. Es ist die Vorbereitungsarbeit und man zittert natürlich immer, dass die Leute kommen das auch annehmen. Wird es auch weiterhin geben? Man geht davon aus, dass es weitergeht und ich bin auch wieder der Stadt Marienberg dankbar, dass sie da auf ihr Mittel und auch sich zu dieser Sache bekennt und die durchführen lässt. Insgesamt ein gut angenommenes Marienberg Metallisch, was inzwischen eine Art Klassentreffen der Szene geworden ist. Denn viele ehemalige Erzgebirger reisen an diesem Wochenende extra dafür an. Und dann erreichte uns noch diese Meldung, liebe Zuschauer. Sachsen verbeamtet Lehrer. Mit einem Handlungspaket in Höhe von 1,7 Milliarden Euro geht die sächsische Staatsregierung in Sachen Lehrermangel in die Offensive. Das in der vorigen Woche beschlossene Vorhaben soll für entsprechende Vorteile auf dem hart umkämpften deutschen Lehrerarbeitsmarkt sorgen, heißt es dazu aus einer Pressemitteilung. Neulehrer sollen ab 2019 verbeamtet werden. Rückkehrer können ihren Beamtenstatus behalten und Grundschullehrer werden besser bezahlt als in den meisten anderen Bundesländern. Auch viele Jahre im schulischen Schuldienst tätige Lehrkräfte sollen finanzielle Vergünstigungen bekommen. Gleichzeitig sind Maßnahmen zur Entlastung der Lehrer vorgesehen. Der Freistaat Sachsen startet darüber hinaus das Programm Senior-Lehrkräfte. Ja, damit sollen vor allem Lehrern unmittelbar vor ihrer Rente eine Weiterbeschäftigung angeboten werden. Diese Senior-Lehrkräfte sollen vor allem in der Begleitung und Einarbeitung von Seiteneinsteigern, Referendaren und Praktikanten, ja, sowie in der Unterstützung der Schulleitung tätig werden. Auch ein Programm namens Schulassistenz bringt der Freistaat Sachsen an den Start. Es ist für Schulen mit besonderen Herausforderungen gedacht und soll die Lehrer durch zusätzliches nicht-pädagogisches Personal unterstützen und entlasten. Amtsberg, Ortsteil Dittersdorf, in Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten am Samstag zwischen 16 Uhr und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dittersdorfer Straße. Dabei schlugen die Diebe eine Scheibe einer Balkontür des Wohnhauses ein. Im Anschluss durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 1.000 Euro beziffert. Amtsberg, Ortsteil Weißbach. Seat kam von Fahrbahn ab. Der 60-jährige Fahrer eines Pkw Seat befuhr heute früh gegen 6.35 Uhr die B180 in Richtung Gornau. Ungefähr 1 Kilometer nach dem Ortsausgang Weißbach kam der Seat nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf dem Bankett bzw. dem daneben liegenden Rad- bzw. Fußweg entlang und kollidierte im Anschluss mit zwei Bäumen. Dabei erlitt der Seat-Fahrer leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 12.000 Euro. Ja, für morgen hat uns die Polizei keine geplanten Geschwindigkeitskontrollen gemeldet, aber ich bin mir sicher, die gibt es trotzdem. Ja, und auch das Landratsamt macht wieder Jagd auf Raser und genau überall dort, wo der dunkelgraue bzw. hellgraue Caddy am Fahrbahnrand steht. Ja, und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 wieder unterwegs. Also, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas. Das spart bekanntlich Geld und Ärger. Ja, liebe Zuschauer, was fehlt nun noch bei uns hier im Service? Richtig, das Wetter. Und da gehen wir jetzt hin. Ja, die Natur macht Frühjahrsputz, so oder so ähnlich kann man das heutige Wetter beschreiben. Über den Tag regnete es Bindfäden und somit ging es zumindest stückweise dem schmuddligen Grau an den Kragen speck.
Heute Abend und in der Nacht ist das Regengebiet dann abgearbeitet und der Himmel zeigt sich leicht bewölkt oder sogar klar, sodass wir wieder den Mond beim Abnehmen zusehen können. Ja, was die Temperaturen angeht, so sind diese für diese Woche gesehen schon auf dem höchsten Niveau. In Zahlen heißt das praktisch: In Olbernhau am Gessingplatz zeigen die Thermometer 5 bis 6 Grad. In Marienberg am Bergmagazin klettert das Quecksilber auf 4 bis 6 Grad. Und in Schobau am Schloss Wildeck werden die Höchstwerte bei uns im Sendegebiet erreicht. 5 bis 7 Grad stehen hier zu Buche. Der Wind weht dabei in frischen Böen mit bis zu 43 Kilometer pro Stunde aus südwestlicher Richtung. Morgen am Dienstag wird der schönste und wärmste Tag der Woche. Der Himmel zeigt sich am Morgen leicht bewölkt und die Sonne liefert von da ab bis zu 7 Sonnenstunden. Werden Sie jetzt sagen, der Tag ist aber länger? Ja, das stimmt, aber den Rest müssen wir leider ohne die Sonne verbringen. Der Himmel zieht im Tagesverlauf immer mehr zu, gegen Abend ist er dann bedeckt und leichter Regen mischt sich dann wieder mit ins Wettergeschehen ein. 90% ist dann das Niederschlagsrisiko. Mit den Wolken kommt auch kalte Luft mit zu uns und das werden wir dann auch deutlich in den Nachtstunden zu spüren bekommen. Tja, tagsüber gibt es aber erstmal folgende Werte. In Neuhausen am Schloss Purschenstein zeigen die Thermometer 3 bis 8 Grad. Im Gebirge bei Marienberg schiebt sich das Quecksilber auf 3 bis 7 Grad. Und in Hohendorf gibt es 4 bis 9 Grad. Der Wind weht weiter in frischen Böen mit bis zu 41 Kilometer pro Stunde, aber aus westlicher Richtung. Hier nun der Ausblick auf die kommenden Tage, liebe Zuschauer. Ja, am Mittwoch dominieren die Wolken und der Niederschlag die Vorstellung im Wettertheater. Der Himmel ist bedeckt und von der Sonne sehen wir nichts. In den tieferen Regionen fällt leichter Regen und in den Kammlagen gibt es nochmal leichte Schneefälle. 0 bis 3 Grad zeigen die Thermometer. Der Wind dreht auf Südosten und weht von dort leicht. Der Donnerstag wird wieder ganz anders, liebe Zuschauer. Von einem leicht bewölkten Himmel gibt es eine große Portion Sonne und das ganz ohne Niederschläge. Zwischen 4 und 8 Grad werden schon wieder erreicht und der Wind weht aus wechselnden Richtungen. Er weiß selber nicht, wo er so richtig herkommen mag. Ja, wie der Freitag dann ausfällt, das beleuchten wir dann morgen hier an dieser Stelle. Und das war's erstmal vom Regionalwetter. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Das war Regional für heute. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt es im Internet unter www.mef-line.de. Ja, und wenn Sie etwas für uns haben, worüber wir berichten sollten, dann einfach eine E-Mail an megional@mef-line.de. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Ich sage Tschüss, bis morgen.